Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe vor einiger Zeit mal meine Amanda-Talk-Videos begonnen. Da habe ich schon ein paar Themen durch. Ich werde euch die Videos mal in die Infobox verlinken, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da hatte ich zum Beispiel drüber gesprochen, über Beziehung, Ehe, alles unter einen Hut zu bekommen, gerade wenn man auch Eltern ist, dass man halt eben die Beziehung nicht vernachlässigt und so weiter und so fort. Dann generell das Thema Selbstliebe, dass man sich selbst nicht vernachlässigt und alles trotzdem irgendwie unter einen Hut bekommt. Und ich hatte auch mal ein älteres Video gemacht, das werde ich euch auch mal verlinken, weil darauf alles so ein bisschen aufbaut. Und zwar ging es einmal um The Secret. Eher am Rand, hauptsächlich um das Eva-Prinzip. Everything happens for a reason ist ja mein absolutes Lebensmotto. Und das Video oder die Videos werde ich euch mal in die Infobox verlinken. Wenn ihr euch die anschauen wollt, dann schaut da sehr gerne mal rein. Heute soll es aber um ein ganz spezielles Thema gehen, worauf ich schon super oft auch von euch teilweise angesprochen wurde. Und zwar soll es um das Thema Kaufsucht gehen. Ja, heikles Thema. Vorab, was ist überhaupt Kaufsucht? Das muss man jetzt doch nochmal sagen, weil viele sagen, nee, das ist noch keine Kaufsucht. Und der andere sagt, doch, 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 das ist Kaufsucht, weil letzten Endes Konsum ja sowieso ein bisschen im Auge des Betrachters liegt. Der eine sagt, ich habe jetzt total viel geshoppt und der andere sagt, ich habe überhaupt nicht viel geshoppt. Deswegen, also ich habe einfach mal gegoogelt und auch bei Wikipedia und so weiter nachgelesen. Also Kaufsucht heißt im Prinzip, wenn man shoppen geht, um andere negative Gefühle loszuwerden. Sprich, man hat zum Beispiel Stress in der Beziehung oder auf der Arbeit oder man ist irgendwie unglücklich in seinem Leben und möchte es irgendwie ausgleichen oder gar versuchen, diese negativen Gefühle komplett wegzubekommen, indem man einkaufen geht. Und da ist es noch nicht mal wichtig, was man einkauft. Es geht eher um dieses, ich kaufe etwas ein. Oftmals kauft man dann auch Sachen ein, die man gar nicht braucht, die dann im Schrank hängen, mit Etiketten noch, die einfach gar nicht sozusagen von Nutzen sind, die teilweise wirklich, die man überhaupt nicht gebrauchen kann, sondern es geht einfach um den Kaufakt an sich, um ein positives Gefühl zu erzeugen, um negative andere Gefühle sozusagen auszublenden, zu unterdrücken, wie auch immer. Genau, das ist sozusagen die Beschreibung der Kaufsucht. Ich muss sagen, ich habe für mich irgendwann gesagt, Kaufsucht bedeutet für mich auch, wenn man Sachen kauft und sich dabei in Schulden reinstürzt. Also wenn man jetzt sagt, ich habe eigentlich genug Klamotten zum Beispiel und ich gehe trotzdem Klamotten kaufen, obwohl ich sie gar nicht brauche und gleichzeitig stürze ich mich in Schulden. Also dass man gar nicht so, also dass man jetzt süchtig ist sozusagen etwas zu kaufen, was man schön findet, was man auch trägt, also was nicht einfach nur dann im Schrank rumhängt und nutzlos ist, was man doch auch gebraucht und benutzt, wenn jetzt zum Beispiel Beauty-Produkte sind oder sowas. Also man hat schon, man gebraucht die Sachen schon, aber man hat einfach ein Übermaß, weil man einfach viel zu viel, man kauft sich irgendwie die fünfte Creme, die man vielleicht zwar benutzt und gebraucht, aber man kauft einfach viel zu viel, einfach dieses Kaufen an sich macht einen irgendwie glücklich und man hat Spaß an neuen Produkten, sie auszutesten, auszuprobieren, immer neue Klamotten zu haben und blablabla und keine Ahnung was. Und gleichzeitig stürzt man sich sozusagen in die Schuldenfalle und einem ist es sozusagen in Anführungszeichen egal, weil das andere einem wichtiger ist. Das habe ich für mich immer so gesagt, dass wenn ich mich in Schulden stürze, nur um Sachen zu kaufen, dann ist es für mich sozusagen Kaufsucht. Genau. Aber, wie gesagt, es gibt ja auch jetzt durch Wikipedia und Co. die Info, was überhaupt Kaufsucht ist. Und ich kann von mir aus sagen, genau, ich wollte einfach mal erzählen aus meiner Vergangenheit, ich war definitiv kaufsüchtig, Leute. Ich kann mich bei mir war es so gewesen, ich habe schon immer gerne viel gekauft.
Es war schon immer so gewesen. Also, dass ich, wenn ich irgendwie Geld hatte, habe ich es ausgegeben. Ich habe nie gespart. Ich habe nie irgendwie großartig versucht, Geld beiseite zu legen für schlechtere Tage oder wenn irgendwas passieren sollte, irgendwelche Rücklagen zu bilden. Habe ich nie gemacht. Ich habe wirklich mein Geld bekommen und habe es auf den Kopf gehauen und habe wirklich es sehr oft so gehabt, dass ich Ende des Monats wirklich zugucken musste. Manchmal so, ach ja. Wenn ich einkaufen war, dass ich gesagt habe, so, oh, die Schokolade oder sowas kannst du dir jetzt nicht kaufen. Du musst da schon so ein bisschen drauf achten. Also ich habe wirklich von Monat zu Monat gelebt. Und das nicht, weil meine Fixkosten und mein Einkommen relativ gleich waren, sondern weil ich einfach, mein Geld ist reingekommen und ich habe es gefühlt direkt ausgegeben. Also es war wirklich, wirklich schlimm gewesen. Und das war definitiv damals eine Kaufsucht gewesen. Also es war so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss immer das Neueste, Beste, Tollste haben, wenn irgendwelche, viele kennen es aus meinen alten YouTube-Zeiten, zum Beispiel was Beauty angeht. Sobald irgendwo irgendwelche LEs rausgekommen sind, bin ich die Erste gewesen, die dahin gerannt ist und sich die LEs gekauft hat. Und zwar nicht nur dann eine Sache, sondern gefühlt, ich habe oftmals die komplette LE-Kollektion gekauft. Also richtig gestört. Dabei habe ich ja zu Hause Hunderte, Tausende von Make-up-Produkten gehabt. Das heißt, ich habe die Sachen theoretisch nicht gebraucht. Gleichzeitig hatte ich eigentlich das Geld dafür nicht, weil ich, ja, wie gesagt, teilweise dann am Ende des Monats schauen musste oder ich habe nichts gespart und so weiter. Also eigentlich hätte ich nicht das Geld dafür gehabt. Und gleichzeitig war es mir aber egal, weil mir die Tatsache wichtiger war, diese Produkte zu kaufen. Und das ist definitiv in meiner in meinen Augen eine Kaufsucht gewesen. Also, dass es mir egal war, dass ich mein Geld ausgebe, obwohl ich es eigentlich nicht so locker hatte. Und dass die Tatsache gewesen ist, dass ich irgendwie mit dem 50. Puder nach Hause gekommen bin, nur damit ich dann diese LE gekauft habe. Teilweise habe ich die Sachen gebraucht und getestet und benutzt, aber sehr oft sind die Sachen auch einfach in der Schublade verschwunden, nachdem ich ein Haul gedreht habe. Oftmals habe ich die Sachen nur geswatcht und oder vielleicht ein, zweimal benutzt, aber dann kamen auch schon wieder die neuen LEs und dann habe ich wieder neue gekauft und bin gar nicht dazu gekommen, die ganzen Sachen, die ich davor gekauft habe, ausgiebig zu benutzen, weil ich immer weiterhin gekauft und gekauft und gekauft habe. Absolut verrückt. Und es gab noch verrücktere Zeiten. Leute, ich erzähle euch jetzt was. Das ist wirklich richtig, richtig peinlich, aber ich habe es wirklich gemacht. Und zwar, bevor ich YouTube gemacht habe, war es bei mir auch schon immer so gewesen, dass ich viel und gerne gekauft habe. Ich kann mich zurückerinnern über Jahre, 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 wenn ich eigenes Geld hatte, dass ich immer, wenn ich Geld hatte, es sofort ausgegeben habe. Ich habe es nie in meine Spardose gelegt und gespart und gesagt, ach, jetzt habe ich so und so viel, jetzt kann ich mir das und das kaufen, sondern ich habe immer rausgehauen. Also richtig crazy. Und ich weiß noch genau, also absolutes Storytime jetzt. Ich habe in Frankfurt in der Innenstadt eine Schule besucht. Das war damals, habe ich dort Fachabitur gemacht. Genau. Und das war in der Innenstadt gewesen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich zur Schule gefahren bin, bin ich in der Innenstadt gewesen. Also absolut für mich Horror. Und ich bin wirklich gefühlt fast, also nicht täglich, aber ich bin wirklich sehr, sehr oft in die Geschäfte gegangen, habe rumgeguckt und wollte mir gefühlt alles kaufen und konnte mir natürlich nicht alles kaufen. Und bei mir war es auch so gewesen, wenn ich mir zum Beispiel jetzt was Neues gekauft habe, fand ich das total toll, aber nach kurzer Zeit habe ich das Produkt schon nicht mehr gefeiert und wollte es am liebsten weggeben und mir dafür was Neues holen. Also praktisch wollte dauerhaft neue Sachen haben. Und das geht ja logischerweise nicht. Und ich habe es dann aber, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ich das gemacht hatte. Das ging aber bestimmt über ein paar Tage, eine Woche, zwei. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ich habe das aber mit ein paar Teilen gemacht, das weiß ich noch. Und zwar, ich kann mich an eine ganz bestimmte Situation erinnern. Und zwar bin ich damals in einen Laden gegangen, habe mir dort einen weißen Mantel gekauft. So, weißer Mantel, okay.
habe den getragen, habe das Etikett nicht abgemacht und habe den ein, zwei, dreimal getragen, keine Ahnung, und habe den dann nach einer Woche wieder zurückgegeben. Also wenn das nicht mal Kaufsucht des Grauens schreit, dann weiß ich auch nicht. Es ist echt peinlich, das so öffentlich zu erzählen. Ich glaube, ich habe es noch nie irgendjemandem erzählt. Ich habe wirklich, weil es mir ging es halt darum, dass ich wollte neue Sachen haben und sie aber jetzt nicht irgendwie über Monate oder Jahre tragen. Also so ein weißer Mantel, gell? Das ist so ein Piece, das trägt man einmal. Das ist wie wenn ihr müsst euch vorstellen, das ist wie wenn ihr ein Abendkleid kauft für eine bestimmte Veranstaltung und das hängt dann im Schrank und ihr zieht es nie wieder an. Und das ist so in meinen Augen dann so gewesen, genau so diese Situation, so diese Verschwendung, etwas für etwas Geld auszugeben, worauf ich gar keine Lust habe, es die nächsten Monate, Jahre zu tragen oder es gar nicht tragen kann, weil es bestimmte Sachen halt eben sind. Und ich habe das tatsächlich mit ein paar Teilen, es war nicht viel gewesen, es waren auf jeden Fall eine Handvoll Teile oder sowas und auch nichts Teures oder so gewesen. Ja, es waren trotzdem alles so diese normalen, ich bin jetzt nicht irgendwie zu Gucci gegangen, hab mir da einen Mantel oder so, hätte ich mir gar nicht leisten können. Ich glaube, das war damals H&M oder so gewesen, ich bin mir aber nicht sicher. Also damals bin ich so H&M, C&A, Zara manchmal. Zara war schon so teilweise sehr teuer gewesen. Aber das waren so meine Läden, wo ich eingekauft hatte. Ab und zu mal Peek & Cloppenburg, wenn dann irgendwie was Reduziertes oder so gewesen ist. Auf jeden Fall, wie crazy, oder? Da muss man erstmal auf den Gedanken kommen, sich Klamotten zu kaufen, die zu tragen und sie dann wieder zurückzugeben. Ich habe wirklich das Etikett dran gelassen, um es dann eher wieder zurückzugeben. Und dann habe ich mir mit dem Geld wieder neue Sachen gekauft. Also wenn ich heute drüber nachdenke, wow. Es gibt an alle, die King of Queens gucken oder geschaut haben in der Vergangenheit, da gibt es nämlich auch so eine Folge, wo sie einen ganzen Raum voller Klamotten hat und überall sind Etiketten dran und überall sind noch Zettel dran gewesen, wann sie das gekauft hat und wann sie es spätestens wieder zurückgeben muss. Und somit hatte sie immer neue Looks, neue Styles und konnte immer neue Sachen kombinieren und machen und tun und war immer so happy mit neuen Sachen und dass sie die aber nicht behalten muss und wieder zurückgegeben hat und dafür neue Sachen bekommen hat. Also es geht wirklich um diesen Faktor, neue, tolle Sachen immer zu tragen und nicht immer die Sachen, die man schon kennt, die man schon hat, die Styles. Ich wollte halt immer dieses mit dem neuesten Trend sein und neue Sachen ausprobieren und neue Sachen kombinieren und bla und keine Ahnung was, ja. Und dafür hat mir definitiv damals halt einfach das Geld gefehlt. Und dann bin ich auf solche crazy Gedanken gekommen. Also, ja, ich war auf jeden Fall damals kaufsüchtig. Ich habe viele Sachen im Schrank gehabt, die noch ein Etikett hatten. Aber nicht wegen der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, sondern einfach, weil ich habe manchmal Sachen gekauft, weil ich dachte, ich brauche sie. Sie sind total toll und total klasse. Und habe sie dann so nie getragen. Ich habe auch oftmals Sachen zu klein oder zu groß, zu groß nicht, aber ich habe auch oftmals Sachen zu klein gekauft, weil sie gerade irgendwie im Sale waren, im Sinne von, ach ja, ich werde abnehmen und dann passe ich da schon rein. Auch die Sachen sind niemals getragen worden zum Beispiel. Also das war wirklich absolut crazy gewesen. Aber das Schlimmste war wirklich die Tatsache, dass ich mir die Sachen halt, die ich gekauft habe, eigentlich nicht leisten konnte und dass ich immer von Monat zu Monat gelebt habe. Diese Situation ging über Jahre. Viele, 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 viele Jahre, dass ich von Monat zu Monat gelebt habe und dass ich ja noch nicht mal, es war ja so gewesen, dass ich auch immer im Minus gewesen bin. Also ich war immer im Dispo gewesen. Und also sprich, ich habe ja auch Schulden dadurch gemacht oder ich habe zum Beispiel Kreditkarten gehabt, die ich dann maßlos überzogen hatte, ja, oder ich habe mir dann damals, ich hatte mir damals einen Kredit genommen, ich weiß gar nicht mehr genau, wofür das gewesen ist, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich weiß, ich hatte mir einen Kredit genommen, weil ich eben so ein krasses Dispo hatte und meine Kreditkarten ausgleichen wollte und so weiter. Und hatte mir dann aber immer mehr Kredit, also meinen höheren Kredit genommen, als ich überhaupt benötigt hätte. Und den habe ich nicht irgendwie klug
irgendwie angewendet, dass ich sage, okay, komm, nimm das, dass du mal ein bisschen im Plus bist, im Haben bist, sondern ich habe die Sachen, also ich habe das Geld einfach komplett wieder ausgegeben. Also so richtig gestört einfach, also wirklich einfach gestört. Ich habe dann teilweise, ich hatte so eine Kreditkarte gehabt, das weiß ich noch genau, die war damals von Barclays gewesen. Das war zum Beispiel so dort gewesen, oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich war zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel 2000 Euro dort im Minus und musste dann einen bestimmten Prozentsatz jeden Monat zurückzahlen von diesen 2000. Also zum Beispiel, keine Ahnung, 3% von 2000, das musste ich dann überweisen. Und dann hatte ich nur noch, keine Ahnung, ich habe dann zum Beispiel, zum Beispiel habe ich 100 Euro überwiesen, dann war ich nur noch 1900 im Minus und hatte aber ja eigentlich einen Verfügungsrahmen von 2000. Das heißt, ich konnte dann wieder 100 abheben und dann war ich wieder bei 2000 und dann, das so ging das über Jahre. Ich habe immer das, was ich eingezahlt habe, 2-3 Tage später wieder abgehoben. Also es musste ja immer nur regelmäßig einfach einen bestimmten Prozentsatz abgezahlt werden. Und dann hatte ich aber diesen Rahmen dann wieder frei. Und das habe ich über Jahre gemacht, dass ich das, was ich eingezahlt habe, dann ein paar Tage später wieder abgehoben habe und wieder ausgegeben habe für Sinnloses, für Sachen, die ich nicht gebraucht habe. Mein Kleiderschrank war voll, meine Schminksachen waren voll, meine Beauty-Sachen waren voll. Also wirklich von allem viel zu viel, also nicht nur genug oder viel, sondern wirklich viel zu viel. Und trotzdem eben dieses krasse Kaufverhalten gleichzeitig mit dem Wissen, dass ich es mir ja eigentlich gar nicht leisten kann. Also ja, definitiv war ich kaufsüchtig gewesen. Und kommen wir mal in die Gegenwart. Es gibt ja ganz, ganz viele, die mir immer wieder schreiben, Amanda, du bist so kaufsüchtig, das ist so krass, wie viel du einkaufst und so weiter und so fort. Und dadurch, ich weiß ja, wie ich damals gewesen bin und dagegen bin ich halt jetzt so gar nichts. Das ist ja, also wann kaufe ich mir selber was? Das kommt wirklich selten vor. Wenn ich im Monat das betrachte, wie oft ich mir selber was kaufe, ist es sehr, sehr, sehr selten. Wenn ich was kaufe, ist es fürs Haus, für die Kinder. Das sind eher die Sachen, die ich kaufe. Und natürlich kann man da auch sagen, okay, du hast dir jetzt irgendwie die fünfte oder die 50. Vase gekauft und die 80. Kerze und was weiß ich, was alles drum und dran. Das kann man natürlich auch so auslegen in Sachen Kaufsucht. Und es ist definitiv so, dass sich das bei mir immer mal wieder so ein bisschen durchschleicht, dass ich Sachen kaufe, von denen ich eigentlich genug habe. Aber es ist dann eher so in diesem Bereich, dass ich zu viel kaufe, vielleicht für die Kinder. Spielzeug zum Beispiel haben wir definitiv mehr als genug. Trotzdem kaufe ich immer mal wieder was ein. Wobei ich sagen muss, da habe ich mich schon sehr, sehr, sehr gebessert. Also früher, wirklich noch vor ein paar Jahren, war es so, dass ich regelmäßig, wenn wir unterwegs waren, irgendwas gekauft habe und was weiß ich, auch größere Sachen. Und mittlerweile ist es so, dass wir es so geregelt haben, größere Sachen gibt es nur noch an irgendwelchen Anlässen, Weihnachten, Geburtstag, dann mittlere Sachen vielleicht mal zu Ostern oder zum Nikolaus und so weiter und so Kleinigkeiten mal zwischendurch. Es sei denn, es sind Sachen, die gebraucht werden. Also wenn der Samu jetzt zum Beispiel Fahrrad fahren lernt, dann kriegt er ein Fahrrad und er muss nicht bis November zu seinem Geburtstag warten oder sowas. Also das so halt eben. Und da habe ich mich auf jeden Fall definitiv, denke ich, wirklich unter Kontrolle gekriegt. Also das war eine Zeit lang wirklich ganz anders. Und beim Haus ist es so, da gibt es schon so, dass ich sage, okay, ich kann mich schon zurückhalten, wenn ich schöne Sachen sehe und denke so, oh, das sieht echt nice aus, kaufe ich es nicht automatisch. Das hatte ich auch eine Zeit lang, dass ich wirklich super, super viel in Massen gefühlt gekauft habe und kann das Haus irgendwie 10-mal umdekorieren nach dem Motto. Das habe ich, finde ich, auch sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Und da ist es auch nicht mehr so extrem. Ich kaufe hier und da definitiv mal irgendwelche Deko-Sachen, wo man sagt so, hast jetzt eigentlich nicht unbedingt gebraucht, aber okay, ist es noch okay. Und bei den Kindern hat sich's definitiv gebessert. Und bei mir selber sowieso. Also ich muss wirklich, das muss ich wirklich sagen. Ich bin früher, ich habe wöchentlich habe ich hier Pakete nach Hause bekommen mit irgendwelchen Klamotten und Beauty-Sachen und was weiß ich was für ein Zeugs. Und ich bin auch
von meinem Kaufverhalten, selbst wenn ich in die Innenstadt gehe. Früher, ich bin in die Innenstadt gegangen und ich bin mit Tüten nach Hause gekommen. Also wirklich völlig absurd und strange. Und jetzt ist es so, ich kann in Läden reingehen und klar, wenn ich mal irgendwas sehe, wo ich sage, hey, das ist echt ein nices Piece, das finde ich so nice, muss ich unbedingt haben, dann ist es auch in Ordnung, weil es halt einfach selten vorkommt. Aber es ist nicht mehr so, dass ich mir dann irgendwie, dass ich nach Hause komme, habe mir irgendwie 10 Pullis und 10 Kleider und 50 Hosen und keine Ahnung was geholt. Das ist wirklich, ich gehe irgendwie vielleicht, ich bin früher wöchentlich mehrmals in der Stadt gewesen und jetzt bin ich irgendwie, das kommt natürlich auch daher, dass wir jetzt einfach weiter weg wohnen und dass ich einfach nicht mehr einfach so zum Vergnügen in die Stadt gehe, weil ich da irgendwie rumgammel, so nach Motto. Wenn ich dann mal in die Stadt fahre oder in ein Center, dann fahre ich da gezielt hin, weil ich gerade etwas suche oder etwas brauche und nicht einfach nur um zum Bummeln und zum Chillen sozusagen. Und deswegen ist es natürlich auch definitiv auch deswegen weniger geworden. Aber ich könnte ja jetzt auch theoretisch online ausrasten und wie eine Verrückte einkaufen. Aber ihr seht es ja selber. Also an alle, die mich ja schon lange verfolgen, die haben es ja gesehen. Ich habe wirklich in meinen alten Videos bestimmt zweimal die Woche habe ich euch große Hauls gezeigt mit vielen Klamotten, mit viel Beauty, mit viel was weiß ich was. Wenn ich euch jetzt Hauls zeige, dann sind es meistens Lebensmittel oder irgendwie was für einen Haushalt oder dann mal irgendwie eine Dekosache oder irgendwas für die Kinder. Also da ist es wirklich, hat sich auf jeden Fall, denke ich, verbessert in allen Kategorien, dass ich da einfach sehr, sehr, sehr runtergeschraubt habe und da wirklich schaue, was brauchen wir das, dass ich wirklich einfach auch mal überlege, wenn ich eine Sache in der Hand halte, die mir gefällt, ich kaufe sie nicht einfach, sondern ich überlege, kann ich sie gebrauchen, brauche ich sie wirklich, muss das jetzt sein und so weiter und so fort. Und meistens ist es so, dass ich sage, ah nee, brauche ich nicht und lass es da. Und dann gibt es aber auch mal wirklich, das sind die seltenen, es ist wirklich so von 10 Fällen ist es dann ein Fall, wo ich sage, ich brauche es nicht, aber ich finde es so schön, dass ich es mitnehme. Aber das ist wirklich, das war damals 10 von 10 Fällen so. Und jetzt ist es vielleicht von 10 Fällen mal ein Fall, dass ich sage, komm, ich nehme es trotzdem mit, obwohl ich es nicht brauche. Und das aber aus, wie gesagt, verschiedenen Kategorien dann halt eben. Aber der größte Punkt eigentlich ist, glaube ich, was sich geändert hat, das Finanzielle. Das ist natürlich ein großer Faktor, das ist, dass ich mich nicht mehr in Schulden reinstürze für irgendwelche Sachen. Das mache ich schon ewig nicht mehr. Und ich glaube, das war bei mir dieser Umschwung. Ich hatte irgendwann mal, da habe ich richtig tief in der Scheiße gesessen. Anders kann man es nicht sagen. Ich hatte gefühlt überall Schulden. Ich hatte mir von verschiedenen Leuten Geld geliehen. Meine Konten waren überzogen. Kreditkarten waren überzogen. Ich hatte lauter Kredite am Laufen. Und. Ich hatte irgendwann überhaupt keinen Überblick mehr. Und es ist einfach so gefühlt über mich eingebrochen. Und da hat es wirklich, das war dieser Moment, wo es bei mir wirklich Klick gemacht hat. Ich glaube, es gibt wirklich diesen Moment, wo man irgendwie so ganz tief am Boden liegt, wo es eigentlich gar nicht mehr tiefer geht. Und da hat sich dann sozusagen bei mir das Blatt gewendet, wo ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Du kannst nicht von Monat zu Monat leben und beziehungsweise ich habe nicht mal von Monat zu Monat gelebt. Der Hälfte vom Monat war es schon so, dass ich wirklich rechnen musste und gucken musste, wie ich mir irgendwie Lebensmittel kaufe, wie ich Benzin habe, um zur Arbeit zu kommen und sowas. Und das ist ja einfach, das macht das Einkaufen auch keinen Spaß mehr. Also das war ja wirklich, auf jeden Fall, gab es da diese große Wendung, dass ich gesagt habe, okay, nee, so geht es nicht. Und ich habe zum damaligen Zeitpunkt dann nach und nach alles Mögliche aufgelöst, angefangen zu sparen. Ich habe seit damals, und das ist jetzt wirklich viele, viele, viele Jahre her, habe ich kein Dispo mehr, nie wieder mehr gemacht. Wenn ich kein Geld habe, habe ich kein Geld, fertig. Es gibt keinen Grund, ein Dispo einzurichten. Gibt es für mich nicht. Ich habe mein Konto, da ist mein Geld drauf. Und wenn das Geld aufgebraucht ist, dann ist es aufgebraucht. Ich gehe nicht ins Dispo, für egal was. Wirklich, seit damals, egal was für eine Situation im Leben auch seither gewesen ist, ich habe nie wieder mir ein Dispo eingerichtet, nie wieder. Ich habe keine Kredite am Laufen, abgesehen vom Hauskredit und vom Autokredit. Das sind aber andere Sachen, das ist ja etwas, was logischerweise man nicht direkt bezahlen kann. Aber alles andere, ich habe damals, wenn ich mir ein Handy gekauft habe, einen Laptop gekauft habe, ich habe so, also Otto war mein größter Feind.
Ich habe alles auf Ratenzahlung genommen. Absolute Katastrophe, Leute. Ratenzahlung ist der Feind Nummer 1. Wirklich, Sachen sich zu kaufen auf Ratenzahlung. Dann hast du hier mal eine 50 € Ratenzahlung, da mal eine 100 € Ratenzahlung für einen neuen Fernseher, da mal 50 für ein Handy, da mal 50, weil du dir irgendwie für 300-400 € neue Klamotten gekauft hast und das alles in Raten schön zahlen möchtest und. Und am Ende des Oder beziehungsweise, wenn diese ganzen Sachen halt zusammengerechnet werden, dann bist du trotzdem, zahlst du im Monat irgendwie 300 € für irgendwelche Raten ab. Und das ist natürlich das, was einem, also was mir auf jeden Fall damals das Genick gebrochen hat. Weil ich wusste, ich hatte damals zum Beispiel 500 € im Monat für Essen, Benzin und für Sachen, die ich mir kaufen wollte. Oder weiß der Geier was? Ich weiß gar nicht, ob es 500 € waren. Wahrscheinlich nicht, aber so ungefähr. Und wenn man dann aber von diesen 500 € schon mal 300 € wegnimmt, weil ich sie für irgendwelche Ratenzahlungen also bezahlen musste, ja, dann stehst du blöd da. Und das war eigentlich so das war das allergrößte Problem, Ratenzahlungen. Und seither, seit ich dieses Umdenken, seitdem es Klick gemacht hat, wie gesagt, Dispo komplett auf Null. Kein Minus mehr. Ich habe seither keine Kredite mehr genommen für egal was. Wenn ich einen neuen Laptop haben wollte, habe ich mir den gekauft, indem ich gespart habe oder mir habe Gutscheine schenken lassen zum Geburtstag oder weiß der Geier was. Aber ich habe nichts seither nie wieder irgendetwas auf Ratenzahlung genommen. Egal was. Egal wie teuer es war oder. Auch hier fürs Haus. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich möchte nichts auf Ratenzahlung haben. Alles, was hier im Haus steht, ist komplett so direkt bezahlt worden. Also wirklich, das ist ja klar, wenn man in so ein großes Haus zieht und alle Räume einrichten muss, also gerade so, wenn man hier unten so betrachtet, Couch kostet mehrere tausende Euro und dann Tische und Stühle und was weiß ich was, dann oder Fernseher und was weiß ich, dann ist man hier unten schon mal irgendwie 7.000, 8.000, 9.000 € los. Aber es war mir ganz, ganz wichtig für meine eigene Gesundheit sozusagen, dass ich nichts auf Ratenzahlung nehme, weil ich einfach dieses Wissen monatlich, so und so viel Geld geht alleine schon für irgendwelche Sachen, die ich schon seit 2 Jahren zu Hause habe und ich zahle immer noch und immer noch. Nein, nein. Also deswegen für alle. Es werden nämlich wahrscheinlich viele Fragen nach so einem Statement. Ich war kaufsüchtig. Wie bist du da rausgekommen? Was hast du denn verändert? Und wie bist du denn schuldenlos geworden? Indem ich einfach nicht mehr wie eine verrückte, wild gewordene losgeshoppt habe wie eine Irre, sondern einfach 5-mal nachgedacht habe, brauche ich das? Brauche ich dieses T-Shirt? Dann denke ich mir, nee, du hast schon 50 zu Hause, warum solltest du dir noch ein 60. T-Shirt oder sowas kaufen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also ich habe wirklich bei egal, was ich gekauft habe, 5-mal nachgedacht, brauchst du es oder brauchst du es nicht. Bei teureren Sachen habe ich so gemacht, dass ich eine Zeit lang darüber nachgedacht habe. Also dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Hose gesehen habe, in die ich mich schockverliebt habe, die aber von irgendeiner Marke ist und 100 € kostet, habe ich sie im Laden liegen lassen. Und wenn ich ein paar Tage später immer noch an diese Hose denke und mir sage, boah, die ist echt schön, ich will die unbedingt haben, dann habe ich sie mir gekauft. Wenn ich aber schon am nächsten Tag gar nicht mehr darüber nachgedacht habe, dann war sie auch nicht wichtig. Also ich denke, so Situationen hat man immer mal, wenn man irgendwo was sieht und man kann sich es gerade nicht leisten, dass man die Sachen am nächsten Tag schon wieder vergessen hat und so. Dann war es auch nicht wichtig. Und dann gibt es aber die Teile, an die man nicht vergessen kann, weil man sie wirklich nice findet. Und dann macht ein Kauf vielleicht auch Sinn, ja. Also einfach mal über die Sachen wirklich gründlich nachdenken. Keine Einkäufe einfach so tätigen, sondern wirklich drüber nachdenken. Vielleicht auch mal eine Nacht drüber schlafen oder ein paar mehrere Nächte, wenn es irgendwie teurere Sachen sind. Vergleichen vor allen Dingen, also nicht irgendwo, wenn man was sieht, direkt losshoppen. Einfach mal auch online vergleichen und gucken, wo kann man sich irgendwie vielleicht was sparen. Und wie gesagt, ich finde, Dispo ist eine ganz kritische Angelegenheit. Wenn man dauerhaft irgendwie Minus ist, zieht auch einen runter. Also wenn man in sein Konto reinschaut und man sieht immer ein fettes Minus davor und die Zahlen sind immer rot, das ist doch Kacke. Also ganz ehrlich, dann lieber einfach mal ein paar Monate richtig auf die Zähne beißen und sich durchkämpfen und sagen, nee, ich kaufe jetzt wirklich nur das, was ich hundertprozentig brauche und nichts anderes und habe dann irgendwie ein paar Monate später so ein geiles Konto, wo es Spaß macht, da reinzuschauen, wo man nicht jedes Mal die Krise und Kopfschmerzen bekommt. Ja, also drüber nachdenken, was man kauft, auch mal mehrere Tage, dann Sachen
grundsätzlich nur kaufen, wenn man sich sie leisten kann. Das heißt, wenn ihr euch ein Handy kaufen wollt, was irgendwie eine Zuzahlung von 500-600 € hat, dann nehmt ihr das nicht auf Raten, sondern ihr spart darauf hin. Wenn ihr jetzt wisst, okay, ich möchte ein neues Handy haben, die neuen iPhones kommen meistens Oktober, September oder sowas raus und ihr wisst das jetzt schon, dann könnt ihr ja versuchen, jeden Monat 50 € oder 100 € zur Seite zu legen. Das ist ja im Prinzip wie eine Ratenzahlung. So kann man sich's ja auch denken. Sparen ist wie eine Ratenzahlung. Und wenn man sie konsequent durchzieht, dann kann man sich dann das Teil kaufen, aber man hat es direkt weg, ohne dass man eine Ratenzahlung eingeht. Weil wenn man zu viele Ratenzahlungen hat, dann kann natürlich auch mal was schief gehen. Man kann irgendwas nicht zahlen und am Ende kommt man da in noch größere Probleme. Also deswegen wirklich, so gut es geht, Ratenzahlungen vermeiden. Also nur für so Sachen, wo es sein muss. Also wenn ihr ein Auto kauft, wenn ihr Immobilien, solche Geschichten halt eben. Aber nicht für ein Handy, ein Laptop, Klamotten oder irgendwelche anderen Sachen. Also wirklich nur Sachen kaufen, wenn ihr euch sie leisten könnt. Und einfach, wenn nicht, dann einfach darauf hinsparen. Ganz einfach. Und dann sind die Sachen auch umso toller und umso wertvoller für euch. Wenn ihr wisst, hey, ich habe jetzt ein Jahr auf dieses Ding hingespart, dann ist es viel cooler, als einfach hinzugehen, so einen Impulskauf zu machen, einfach mal einen neuen Laptop zu kaufen und so, ach ja, dann stotter ich halt einfach die nächsten 2 Jahre ab, so nach dem Motto. Ja, deswegen, das ganz, ganz wichtig. Also, keine Ratenkäufe. Und keine Kredite nehmen für irgendeinen Schwachsinn. Also, das ist im Prinzip das gleiche wie Ratenkäufe genauso. Also, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so leicht geht, wie es damals. Also damals wirklich, ich hatte ein geringes Einkommen. Ich hatte nichts. Ich konnte nichts vorweisen, wo ich gesagt habe, hey, ich bin ein attraktiver Kunde für einen Kredit. Aber ich habe damals so 10.000, 15.000 € Kredit bekommen. Ohne Probleme. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum, wie das damals alles ging. Aber das war überhaupt gar kein Problem. Und es war auch für mich kein Problem, dieses Geld einfach auf den Kopf zu werfen. Ich war einfach im Nu 10.000 € los und weiß noch nicht mal, wofür. Das ist ja das Schlimmste daran. Völlig verrückt. Ja, deswegen, das sind so Sachen, Ratenkäufe, Kredit, Dispo überziehen, Impulskäufe, also einfach drauf los shoppen und gar nicht drüber nachdenken und einfach Geld ausgeben und am Ende des Monats oder Mitte des Monats seid ihr schon am Rechnen, so, oje, kaufe ich mir jetzt dieses Essen oder eben nicht, weil ich mir den 50. Pulli gekauft habe oder sowas. Ganz, 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 ganz schwierig. Und deswegen, heute ist es so bei mir, wenn ich was kaufe, auch wenn ich teilweise manchmal Sachen kaufe, die ich theoretisch nicht bräuchte, hat sich es trotzdem um 90% verbessert, 95% zu dem, was damals gewesen ist. Also wirklich, damals war es bei mir so, ich konnte dir jede Woche mindestens 10 Teile zeigen, die ich in dieser Woche neu gekauft habe. Heutzutage ist es so, ich kann dir im Monat 1, maximal 2 Teile zeigen, die ich neu gekauft habe. Es hat sich natürlich bei mir auch sehr gewandelt, so ein bisschen. Das war halt eben auch durch Social Media gewesen tatsächlich, weil irgendwann dieser Moment kam, das ist jetzt schon bestimmt 2, 3 Jahre her, aber es gab eine Zeit, da haben Influencer von sämtlichen Firmen so viel Zeug geschickt bekommen. Man wurde überhäuft mit sämtlichen Produkten, dass man selber gar kein Interesse, also bei mir war es so gewesen, ich hatte gar kein Interesse mehr gehabt, irgendwie in den DM zu gehen und mir ohne Ende Sachen zu kaufen oder Klamotten kaufen zu gehen oder sowas, weil ich einfach so viel zugeschickt bekommen hatte, dass ich tatsächlich auch gar keinen Platz mehr hatte. Das hört sich total bescheuert an. Ich hatte ja immer schon einen großen Kleiderschrank oder mein ganzes Zimmer und so weiter. Aber wenn man wirklich wöchentlich 3, 4, 5, 6 Pakete bekommt mit lauter Zeugs, das ist am Anfang irgendwie so, oh cool, gratis Sachen, voll nice und so weiter und so fort. Aber irgendwann überschüttet es dich. Das ist einfach so, das ist too much. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch was so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich weniger gekauft habe. Weil bei mir war es ja so gewesen, damals, früher, das war wirklich Studienzeit, wo ich diese krasse Kaufsucht hatte. Dann hat es ja bei mir diesen Umschwung gegeben, dass ich nicht mehr so viel gekauft habe oder so gedankenlos gekauft habe. Ich habe dennoch viel gekauft. Also ich habe trotzdem noch immer
viele Sachen gekauft, aber ich habe mich dafür nicht mehr verschuldet, weil ich einfach dafür dann gesorgt hatte, dass ich nicht mehr ins Minus gehe, dass ich keine Kredite mehr hatte, dass ich keine Ratenzahlung mehr genommen hatte. Aber dadurch hatte ich auch einfach monatlich viel mehr Geld. Das heißt, ich hatte zum Beispiel meine 500 Euro und die hatte ich aber auch wirklich zum Ausgeben, ohne dass ich davon 300 Euro wegnehmen musste für irgendwelche Ratenzahlungen oder für was weiß ich was, Zinsen für Dispo und bla 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 und keine Ahnung was. Das heißt, am Ende hatte ich genauso viel Geld ausgegeben oder gehabt, wie ich davor hatte, aber ohne diese ganzen Kopfschmerzen, weil ich hatte mein Geld dann direkt ausgegeben für die 80. Hose. Aber nicht mehr wie davor, dass ich dann halt eben Ratenkäufe zum Beispiel gemacht habe. Ich habe halt da ganz, ganz, ganz früher extrem viel immer bei Otto bestellt und dann immer gesagt, ach ja, machst du mal auf 3 Raten, machst du mal auf 6 Raten. Und das war dann halt ein ewiger Kreislauf, logischerweise. Ja, und heutzutage ist es halt eben so, dass ich immer mal wieder Sachen kaufe, die ich auch nicht brauche, die vielleicht, wie gesagt, gerade so was Deko angeht oder Haushaltssachen oder sowas, gibt es immer wieder Sachen, wo dann einfach ich theoretisch nicht brauche. Aber es ist einfach so viel, es ist einfach so, 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 so wenig geworden im Gegensatz zu dem, was damals war. Es war echt ja wirklich ein Witz, was ich heute kaufe, ist ein Witz gegen das, was ich damals gekauft habe. Und halt der große Unterschied, ich verschulde mich halt eben nicht mehr. Das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede. Und man ist so gesättigt. Als Influencer ist man einfach absolut gesättigt. Es ist zwar nicht mehr so, wie es damals gewesen ist. Also vor, wie gesagt, 2, 3 Jahren hat man irgendwie massig zugeschickt bekommen und man wusste gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug wirklich. Ich habe teilweise Pakete gar nicht geöffnet und habe sie direkt weitergeschenkt. Das war wirklich, es war einfach viel zu viel zu viel gewesen. Ich hatte teilweise hier, also einfach too much. Und mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Also man kriegt wirklich nicht mehr viele Sachen zugeschickt. Das ist nicht mehr wie damals, dass man immer so, ach, es kommt eine Kollektion raus und man hat die Kollektion irgendwie an sämtliche Influencer rausgeschickt. Auch bei, wenn man irgendwelche Kooperationen mit Klamottenfirmen oder sowas zum Beispiel hat. Großes Beispiel zum Beispiel, Oceans Apart. Früher war es so gewesen, da habe ich wirklich mindestens einmal die Woche habe ich hier ein Paket gehabt, wo mindestens 3, 4 Leggings drin waren, 3, 4 Bras, ein Pulli, eine Jacke, irgendwelche, weiß was ich was. Also wirklich wöchentlich kamen hier die Pakete rein von irgendwelchen neuen Kollektionen, auch alte Kollektionen, Sachen, die ich mir dann selber ausgesucht habe. So, und das wurde dann irgendwann immer ein bisschen weniger. Dann hat man wirklich nur noch von der neuen Kollektion ein Teil, nicht ein Teil, aber ein Outfit, genau, ein Outfit sozusagen bekommen. Genau, also das ist wirklich, und das war jetzt nur ein Beispiel gewesen, es gibt, das ist bei durchweg allen Firmen so gewesen, mittlerweile so, dass man wirklich nur die Sachen bekommt, die gerade neu rauskommen. Und wenn man irgendwie was braucht, dann einfach auf Anfrage, weil es leer gegangen ist zum Beispiel. Also wenn es irgendwelche Beauty-Produkte sind oder sowas, wenn die Creme leer gegangen ist. Aber früher habe ich so gefühlt, ich habe eine Creme benutzt und die habe ich dann irgendwie gefühlt wöchentlich zugeschickt bekommen. So, was will ich wöchentlich mit einer Creme? Oder damals mit Haarshampoos und Conditioners und Masken und was weiß ich. Ich habe seit zum Beispiel Mermaid and Me. Mit denen arbeite ich seit locker 1,5 Jahren nicht mehr zusammen. Circa. Die haben ja auch eine komplette Umstrukturierung gehabt. Auf jeden Fall habe ich immer noch Sachen von denen. Und noch genügend auch. Also es ist wirklich noch genügend da. Ihr seht, in jedem aufgebrauchten Video von mir zeige ich euch irgendwelche Mermaid & Me Produkte, weil ich sie nach wie vor liebe und weiterhin benutzen werde. Aber ihr wisst ja, wie viele Mermaid & Me Sachen zum Beispiel ich meiner Schwester, meiner Mutter, meiner Tante gegeben habe. Wirklich massig. Und ich habe trotzdem noch genug da. Daran merkt man, also wie viel da eigentlich sozusagen zugeschickt wurde. Und ich muss echt sagen, zum Thema Kaufsucht halt eben, hat es natürlich, es ist nicht das Gleiche, wie man selber shoppen geht, aber es ist sowas wie Online-Shoppen. Weil ich denke, es ist ein Unterschied, ob man, wenn ich jetzt online shoppe und auf Kaufen klicke und so fertig, ja okay, ein paar Tage später kommt es nach Hause, ist es ein anderes Gefühl, als wenn man im Geschäft ist, sich die Sachen anguckt, anfasst und dann entscheidet, kaufe ich es nicht, zur Kasse geht, das Geld sozusagen direkt zahlt und
die Sachen direkt mit nach Hause nimmt. Das ist ein anderes Gefühl, finde ich, als wenn man online shoppt. Online shoppen ist so viel so macht man so nebenbei und da hat man nicht so dieses so, oh, wie schön, ich habe mir ein neues Piece gegönnt und so. Das ist irgendwie so, das ist irgendwie was anderes auf jeden Fall. Und dieses Influencer-Ding, wo man so viel zugeschickt bekommen hat, das sind ja auch viele Sachen, die man selber aussuchen sollte, konnte, durfte, wie auch immer. Und das ist ja sowas wie Online-Shoppen, kann man sozusagen sagen. Und deswegen war es so ein kleiner Ersatz, definitiv. Es ist, was, wie gesagt, trotzdem noch mal was anderes, wenn man selber einkaufen geht. Es war auf jeden Fall aber irgendwie ein Ersatz, weil es einfach so viel war und so massig war. Und es war genau das Gleiche wie bei einem Kaufsüchtigen, der ohne Ende einkaufen geht und die Sachen, wo man gar nicht dazu kommt, die Sachen zu benutzen, zu testen, anzuziehen oder irgendwas zu machen. Also so war es halt im Prinzip gewesen. Es gibt halt die Firmen, die, keine Ahnung, einmal im Monat ein neues Produkt rausbringen. Da kann man dann auch wirklich die Sachen in Ruhe testen und ausprobieren. Und es gab aber halt eben Firmen in meiner Vergangenheit, die haben wöchentlich neue Sachen rausgebracht. Also zum Beispiel Oceans Apart, die bringen wöchentlich neue Kollektionen raus. Wann soll ich denn, ich ziehe jetzt gerade die Kollektion an, die ich gerade neu geshoppt habe und nächste Woche ist schon wieder was Neues draußen. Und das macht einen so, man hat immer das Gefühl so, oh, das Neue will ich auch haben und das Neue will ich auch haben. Und dann, du kommst gar nicht dazu, die ganzen alten Sachen, die du vor einer Woche noch wolltest, überhaupt anzuziehen. Also es ist einfach zu viel. Es ist einfach viel zu viel zu viel. Und es war auch einer der Gründe, tatsächlich, warum ich irgendwann mal meine Kooperation alle eingeschränkt hatte. Also es gab von einer gewissen Zeit, das war noch vor der Schwangerschaft gewesen, wo ich gesagt habe so, nee, das ist mir alles zu viel. Also das erdrückt mich irgendwie und ich habe fast alle Kooperationen abgesagt. Es gab ganz, ganz wenige, zum Beispiel wie Mein Punkt. Das war jetzt einer der Kooperationspartner, die, wo ich nie das Gefühl hatte, ich werde so zu bombardiert, weil da ist es so, dass ich maximal einmal im Monat mir ein Schmuckstück sozusagen da raussuche und dann habe ich auch in Ruhe Zeit, dieses Schmuckstück zu tragen und ich suche mir dann auch nicht jedes Mal Ohrringe aus, sondern beim nächsten Mal suche ich mir dann eine Kette oder ein Armband oder einen Ring oder einfach so, gehe da halt eben ein bisschen durch. Und das ist dann was anderes. Aber gerade jetzt so bei Klamottenfirmen, wo man wöchentlich ohne Ende Pakete zugeschickt bekommen hat. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt sagen, Amanda, ist doch voll cool, voll das Luxusproblem. Was hast du denn für ein Problem, so nach dem Motto. Aber für jemanden, der kaufsüchtig war oder der so viel Zeug schon hat und gar nicht weiß, wohin damit. Ich bin ja nur am Verschenken. Ich habe die Sachen gar nicht mehr zu mir ins Zimmer gemacht. Ich habe die teilweise einfach komplett weggegeben. Ist es einfach, das hört sich bescheuert an, aber das ist belastend. Vor allen Dingen alles, was man als Influencer zugeschickt bekommt, muss man auch angeben. Also die Firmen tun sich das ja auch notieren. Das heißt, alles, was ich hier zugeschickt bekommen habe, musste ich mir aufschreiben, notieren und das muss ich ja auch alles versteuern. Weil es sind ja keine, also es sind ja Schenkungen, aber nicht im eigentlichen Sinne. Aber das geht jetzt wieder zu weit. Auf jeden Fall hat mich das alles, es war wieder so gewesen wie in der Zeit, wo ich zu viel geshoppt habe und alles einfach nur nach Hause. Ich hatte ja teilweise unter meinem Schminktisch ganz viele Tüten, weil ich gar nicht dazu gekommen bin, die Sachen auszuräumen und überhaupt, weil ich am nächsten Tag wieder shoppen war und keine Ahnung was. Also so richtig, richtig schlimm war das damals. Und ich habe mich es gab einen Zeitpunkt, wo ich mich hier so gefühlt habe, wo so viel immer ankam und so viel. Die Firmen erhoffen sich ja dann halt auch, dass man die Sachen zeigt, aber ich muss sie ja davor erstmal testen oder anprobieren und gucken, wie ist der Stoff oder wie funktioniert die Creme und keine Ahnung was. Ich bin ja dazu überhaupt gar nicht gekommen, wenn man so viele Sachen zugeschickt bekommt. Und es hat mich einfach erschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da gab es halt eben auch diesen Moment. Es ist sowieso schon so gewesen, dass es mit den Jahren alles weniger geworden ist. Das war schon mal wirklich gut gewesen, dass es einfach dass die nicht mehr auf Wildtrau. Das waren so 3-4 Jahre, wo die wirklich alle möglichen Firmen, egal wer, auf komm, Teufel komm raus, alles rausgeschickt haben, was geht. Nach dem Motto, ach, wenn nur eine Sache davon irgendwie dann online gezeigt wird, dann haben sie so schon mäßig was davon. Und es hat
Für mich selber hat es was gebracht, weil ich automatisch dann nicht mehr so viel, ich bin nicht mehr so viel shoppen gegangen, weil ich so viel zugeschickt bekommen habe, bin ich automatisch weniger shoppen gegangen. Beziehungsweise ich hatte ja so ein Shopping-Gefühl, weil ich teilweise die Sachen ja online selber ausgesucht habe, die mir dann von den Firmen zugeschickt wurden. Deswegen hatte ich schon so ein kleines Shopping-Gefühl, aber bin nicht irgendwie in Schulden oder sowas geraten, weil ich ja das Geld nicht ausgegeben habe. Deswegen hat es mir in Sachen Kaufsucht auf jeden Fall irgendwie weitergeholfen. Aber das Problem, dass man einfach diese Massen zu Hause hat, die man gar nicht benutzt oder tragen kann, weil es einfach viel zu viel ist, dieses Problem ist ja weiterhin gewesen. Und ich habe ja wirklich regelmäßig aussortiert, ausgemistet, Sachen verschenkt, weitergegeben, Säcke, kistenweise, wirklich alles möglich. Ich habe hier schon in der Umgebung alle gefühlt ausgestattet. Und deswegen gab es ja auch da bei mir irgendwann mal so, dass ich gesagt habe, so okay, ich muss einfach bestimmte Sachen einfach mal pausieren. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft ist, ob ich da dann nochmal sage, hey, ich möchte nochmal mit der oder der Firma zusammenarbeiten. Aber was ich weiß, ich möchte das nicht mehr so haben, wie es mal gewesen ist. Also die Firma, die ich aktuell habe, damit bin ich fein. Damit so bin ich fein, wie es halt eben ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Firma, die ich ja super, super nice finde, ist ja zum Beispiel Lily Silk. Das ist der Pulli, von denen habe ich den gerade an. So eine Kaschmir-Wollmischung. Und die machen Seiden, also hauptsächlich Seidenprodukte. Und mit denen arbeite ich jetzt schon seit einigen Jahren zusammen, aber vielleicht maximal 2 bis 3 Mal im Jahr. Das finde ich so nice und das finde ich auch super authentisch. Das sind Sachen, die ich jeden Tag benutze. Die seht ihr immer bei mir. Ich zeige euch aber die Sachen oder suche mir dort auch nur Sachen aus. Wirklich so 2, 3 Mal im Jahr. Das ist für mich so voll so der perfekte Partner sozusagen. Was einfach so nicht zu viel ist. Das sind hochwertige Sachen, aber die gönnt man sich nicht irgendwie alle. Das wäre ja völliger Schwachsinn, wenn ich euch so eine hochwertige oder preisintensive Marke irgendwie so zweimal im Monat vorstellen würde. Das wäre so nein, das macht gar keinen Sinn. deswegen, so wie es, ich werde halt auch immer gefragt, Amanda, du zeigst die und die Marke nicht mehr. Warum ist es denn so? Das hat alles was mit dieser alten Kaufsucht zu tun, weil es zwar mittlerweile so ist, dass ich nicht mehr diese Schulden von früher habe oder dass ich mich nicht mehr verschulde, indem ich irgendetwas kaufe. Dennoch muss ich darauf achten einfach, dass ich nicht sinnlos ohne Ende Sachen kaufe, dass ich irgendwie hier wöchentlich Klamottenpakete und Beautypakete bekomme und ich gar nicht weiß, wohin und es mich einfach nur überhäuft und unterdrückt oder erdrückt. Und das hat alles mit dieser alten Kaufsucht zu tun, dass ich einfach in der Gegenwart darauf achten möchte, dass es einfach nicht mehr so wird wie früher. Und es hat nichts nur damit was zu tun, dass man sich nicht verschuldet, sondern dass man auch einfach weiß, okay, ich habe eigentlich genug von diesen Sachen. Muss ich das jetzt haben? Muss ich dies und das und Ananas und keine Ahnung was? Und klar brauche ich die eine oder andere Sache, um für diese Firma dann überhaupt werben zu können. Ist ja logisch, ja. Also ich kann ja nicht was von irgendeinem Pulli erzählen und den euch nicht zeigen oder sowas. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber man muss trotzdem, finde ich, gerade als Influencer, wenn man so viel gratis Sachen geschickt bekommt oder angeboten bekommt, trotzdem irgendwie reflektieren und auf seine Gesundheit ein bisschen achten und sich nicht alles zuschicken lassen. So nur nach dem Motto, weil es gratis ist, muss man es annehmen. Also das ist ja, finde ich, also mittlerweile denke ich so, dass es auf jeden Fall falsch ist, alles einfach anzunehmen, nur weil es gratis ist. So nach dem Motto, wenn es Mist ist, dann kann ich es ja auch verschenken. Ich muss es ja nicht zeigen. Viele schicken ja auch einfach nur zu und sagen, hey, teste, wenn du es cool findest, kannst du es zeigen, wenn nicht, dann eben nicht. Aber das ist ja trotzdem kein Grund, das alles irgendwie anzunehmen, weil das ist einfach etwas, was einen wirklich nach einer Zeit erdrückt. Und ich rede ja hier jetzt nicht von, ja, ich habe jetzt mal 2, 3 Monate voll viel zugeschickt bekommen, sondern das erstreckt sich über viele Jahre. Ich mache das ja mittlerweile über 10 Jahre. Und wenn man da dann über so viele Jahre wirklich wöchentlich so Haufen von Zeug bekommt, ich hätte, wenn ich diese ganzen Sachen, die ich hatte, nicht verschenkt hätte, sondern alles behalten hätte, ich hätte 3 Häuser füllen können,
bis zur Decke. Ohne Probleme. Und ich übertreibe nicht, Leute. Das ist wirklich, und ich habe ja wirklich, ich lehne ja extrem viel ab. Also ich kriege ja Kooperation. Ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich schon mindestens 100 Staubsaugerroboter zum Beispiel zu Hause, Kaffeemaschinen oder weiß der Geier was. Also man kriegt da wirklich ganz, ganz, ganz viele Angebote für irgendwelche so nach dem Motto, ja, hier, teste mal, kannst behalten und so, bla, 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 bla. Aber ich sag wirklich, ich glaube zu, ich sag mindestens 90-95% der Anfragen, die ich bekomme, sage ich alle komplett ab. Und es ist noch intensiver geworden, seitdem ich meine Kooperation, die ich lange Jahre hatte, auch abgesagt habe. Das ist das, weil es für mich irgendwann einfach zu viel wurde, ich kann nicht jede Woche euch ein und dieselbe Sache zeigen, die ganze Zeit, weil es keinen Sinn macht. Ich kann doch nicht sagen, heute mache ich für diese Leggings Werbung und nächste Woche mache ich für die andere Leggings Werbung und übernächste Woche wieder für eine andere Leggings Werbung. Irgendwie ist es zu matt, war es mir zu viel gewesen. Sachen, die ich jetzt wöchentlich zum Beispiel benutze, wie zum Beispiel aktuell meine Wimpern, da ist es so, dass ich sage, hey, die wechsle ich ja so alle 7 bis 14 Tage. Nehmen wir mal einfach so einen Durchschnitt. In der Regel sind es bei mir so alle 10 Tage ungefähr. Und da macht es dann für mich Sinn zu sagen, hey, die habe ich jetzt abgemacht. Hier sind die neuen, die ich jetzt drauf gemacht habe. Das ist der und der Style. Und euch gleichzeitig meinen Gutscheincode damit sozusagen nenne. Einfach, weil ihr das ja jeden Tag sozusagen seht. Das ist dann wieder, finde ich, noch was anderes, als dann irgendwie jede Woche, mehrmals die Woche irgendwelche Klamotten oder sowas zu zeigen, vor allem von ein und derselben Marke. Also irgendwie, ja, deswegen das vielleicht auch mal so als kleine Offenbarung, weswegen ich einige Kooperationspartner einfach nicht mehr habe. Es hatte natürlich damals auch irgendwann dann so ein bisschen Zeitgründe und so weiter und so fort. Aber es war, der Hauptgrund war gewesen, dass mich das einfach zu sehr erdrückt hat und zu sehr an die Vergangenheit erinnert hat, wo ich einfach so viel Zeugs hatte, was einfach da rumstand, rumlag, was ich nicht angezogen habe, was ich nicht benutzt habe. Einfach nur nach dem Motto, Hauptsache du hast es und dann liegt es da irgendwie rum. Und in diese Situation möchte ich einfach nicht mehr kommen, abgesehen von Schulden oder irgendwie sowas. Darum geht's Gott sei Dank zum heutigen Zeitpunkt bei mir nicht mehr. Aber trotzdem dieses Gefühl, übermüllt zu werden nach dem Motto, das hört sich jetzt so krass an, aber es ist ja wirklich so, wenn man wirklich überschüttet wird, mehrmals wöchentlich, dann ist es einfach, das macht wirklich überhaupt gar keinen Spaß mehr. Und dann irgendwann sagen die Leute, denen du die ganze Zeit Sachen schenkst, auch so, okay, nee, danke, ich habe jetzt 50 Cremes zu Hause, ich brauche nicht auch noch die 51. Und dann denkt man sich so, okay, was mache ich jetzt mit dem ganzen Zeug? Du willst es ja auch nicht irgendwie wegschmeißen oder so. Und deswegen gab es einfach diese Situation, dass ich zu manchen Kooperationspartnern gesagt habe, so, nee, es geht nicht mehr. Weil ich hätte jetzt zum Beispiel auch nicht zu denen sagen können, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, aber schickt mir bitte keine Sachen mehr zu. Weil diese Firmen gefühlt wöchentlich neue Sachen rausgebracht haben. Das hat mich irre gemacht. Deswegen jetzt zum Beispiel meine Skincare-Marke Yapoda, mit denen ich es liebe, zusammenzuarbeiten. Wenn die was rausbringen, dann sind wirklich 2 Monate vergangen, dass ich euch dann mal, oder ein Monat, dass ich euch mal ein neues Produkt zeige. Und früher, bei anderen Marken wie Hello Body und Co., ich hau jetzt hier voll die Marken raus, ich weiß, aber so war es wirklich gewesen. Das hat mich wirklich belastet, dass gefühlt wöchentlich neue Sachen rausgekommen sind und ich war wirklich so hinterher, so, okay, ich will die vorher testen, bevor ich sie euch zeige. Und trotzdem so dieses jede Woche so, hey, ich habe euch letzte Woche gesagt, das Teil ist mega genial, das müsst ihr unbedingt haben. Und diese Woche sage ich das auch, weil ich es so finde. Also ich habe euch letzte Woche zum Beispiel eine Augencreme gezeigt, die richtig genial gewesen ist. Und diese Woche zeige ich euch eine Lippenpflege, die auch genial ist. Aber ich denke mir dann so, ich finde, als Influencer hat man auch so ein bisschen eine kleine Vorbildsfunktion. Klar, jeder, der einem zuschaut, ist sein eigener Herr. Jeder muss wissen, wofür er sein Geld ausgibt und wofür nicht. Und man hat aber trotzdem zwischen einem Influencer und einem Zuschauer besteht ja eine gewisse Vertrauensfreundschaftsbasis, weil wenn ich euch was empfehle, dann vertraut ihr mir ja, dass das ein gutes Produkt ist. Ich habe die Produkte immer getestet, bevor ich sie euch empfohlen habe. Aber ich hatte trotzdem bei manchen
Sachen ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen, weil ich mir gedacht habe, so okay, wenn dir jetzt zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, ein 16-jähriges Mädel zuguckt, die irgendwie so und so viel Taschengeld im Monat hat, der hast du letzte Woche erzählt, dass die Augencreme total toll ist und die hat sie sich vielleicht gekauft. Und jetzt erzählst du, die neue Lippenpflege ist auch toll, was ja auch so gewesen ist. Die war ja auch toll, daran gibt es ja gar nichts auszusetzen. Aber ich habe mir dann gedacht, so guck mal, jetzt findet sie vielleicht dieses Ding auch gut und versucht es irgendwie zu bekommen, kann sich die aber vielleicht nicht leisten, ist dann traurig darüber, muss vielleicht Schulden machen oder leiht sich irgendwo Geld, was ja auch Schulden machen ist. Und es hat mich dann wieder so getriggert. Es war dann wieder so, nein, es reicht ein Produkt einmal im Monat, also ein neues Produkt einmal im Monat vorzustellen. Mehr muss echt nicht sein. Und wenn es mehr ist, ist es einfach zu viel. Weil ich möchte ja meinen Zuschauern auch so ein gutes Gefühl geben und kein schlechtes Gefühl. Ich möchte nicht, dass ihr meine Storys seht und sagt so, oh, das ist echt ein cooles Produkt. Aber ich kann es mir eigentlich nicht leisten, weil du hast mir letzte Woche schon ein cooles Produkt verkauft, was ich mir schon gekauft habe. Diese Woche kann ich es mir leider nicht leisten. Und das ist ja dann wieder so ein schlechtes Gefühl und das möchte ich nicht. Und deswegen, das waren alles so diese ganzen Gründe, weil da wurde ich immer wieder nachgefragt, Amanda, warum arbeitest du nicht mehr mit Oceans Apart, mit Hello Buddy, mit Mermaid and Me und so weiter, warum arbeitest du nicht mehr mit denen zusammen, was ist denn los? Und klar, es hatte damals auch so ein bisschen Zeitgründe, weil es einfach zu viel geworden ist, einfach alles zu handeln, gerade mit YouTube und so weiter. Aber es hatte auch diesen Hintergrund, meine eigene Kaufsucht von damals, dass ich mich da ein bisschen wiedergefunden habe, weil es einfach zu viel geworden ist. Und auch einfach so mein Gewissen, dass ich am Ende nicht jemand anderen in Schulden reintreibe, nur weil ich irgendwie das Produkt so toll finde und es sage so, hey, es ist echt cool. Und ihr dann das Gefühl habt so, hey, ich muss es kaufen, aber es ist schon das dritte Produkt im Monat, das ist ein dritte neue Produkt, was ich euch halt eben zeige. Vor allen Dingen, wenn ich euch verschiedene Firmen zeige und so weiter und so fort. Ich hatte halt irgendwann so auch ein schlechtes Gefühl meinen Zuschauern gegenüber. Und das war auch einer der Gründe, weswegen ich dann gesagt habe, so nee, komm, am Ende treibst du irgendjemand anderen in so eine Kaufsucht rein, beziehungsweise eine Schuldenfalle und keine Ahnung was. Und das war dann so, das waren alles so Gründe, wo ich gesagt habe, so okay, wir schrauben mal runter. Wir schrauben einfach mit den, ich habe dann mir verschiedene Kooperationspartner rausgesucht, wo ich gesagt habe, so okay, ich habe euch, ich liebe eure Produkte nach wie vor. Ich trage tagtäglich die Sachen von Oceans Apart. Ich benutze die Sachen für meine Haare von Mermaid & Me. Ich benutze so viele Sachen noch. Das, mein allerliebstes Peeling fürs Gesicht ist zum Beispiel von Hello Body. Immer noch, ist immer noch meine Nummer eins. Ist es nicht so, dass ich die Sachen nicht mehr toll finde und dann so, ich benutze sie einfach nicht mehr. Darum geht's gar nicht. Ich habe die Sachen, die ich euch gezeigt habe, immer selber extrem gefeiert und wie gesagt, benutze und trage sie heutzutage noch. Aber einfach dieser Hintergedanke, wenn man diese Vorgeschichte jetzt von mir weiß, was ich teilweise in meiner krassen Kaufsuchtphase gemacht habe. Also ich meine, ich habe Klamotten gekauft, die ich getragen habe mit Etikett und es versteckt habe, das Etikett, um es dann ein paar Tage später zurückzugeben. Nur damit ich das Gefühl hatte, ich habe etwas Neues gekauft und etwas Neues getragen. Und bin gleichzeitig nicht in Schulden, also habe keinen Minus sozusagen gemacht, weil ich ja das Geld wieder zurückbekommen habe. Das ist absolut krank. Und gestört. Eine absolute ausgeprägte Kaufsucht hatte ich gehabt. Und einfach dieser Gedanke, ich möchte nie wieder in diese Zeit zurückversetzt werden. In diese zu viel und zu viel Masse und geschweige denn es irgendwie am Ende anderen sozusagen anzutun, also irgendwie das weiterzugeben durch meine Kaufempfehlungen. Das war alles so ein Komplettpaket, wo ich dann gesagt habe so, okay, hier ist ein Cut, es muss ein Cut, es musste irgendwann mal ein Cut von mir gesetzt werden, dass ich einfach fast, ich glaube, ich habe 90% meiner ganzen Kooperation abgebrochen, die ich über Jahre teilweise hatte. Und es war der Haupthintergrund, die Kaufsucht. Das war der Hauptgedanke dahinter, tatsächlich. Ja. Ihr Lieben, ein ganz, ganz, ganz langes Thema. Ich glaube, ich könnte auch noch 3 Stunden weiter darüber quatschen, aber dafür sollen die Videopodcasts ja da sein, dass ich einfach mal über Themen etwas länger und etwas ausführlicher spreche. Es war ein ganz, ganz, ganz großer Teil in meinem Leben. Über viele, viele Jahre ist es heutzutage noch, dass ich immer wieder denke so, Amanda, brauchst du das nicht? Ich habe immer diesen Hintergedanken, wie es früher gewesen ist, da möchte man nicht wieder hin zurück und dass ich auch
an euch dann teilweise immer wieder denke, dass ich sage, hey, das ist zu viel, ich habe doch das und das und das schon gezeigt, da kann ich jetzt nicht auch noch mit dem und dem und dem ankommen. Deswegen ist es bei mir wirklich so, ihr seht ein-, zweimal im Monat bei mir auf YouTube eine Werbung. Das Gleiche auf Instagram ist es ein bisschen mehr, aber auch sehr wenig. Also früher, wenn ich in meinem Kalender, wir haben ja in der Küche haben wir so einen Wochenkalender, und früher hatte ich, ich mache meine verschiedene Sachen, markiere ich immer an. Arzttermine haben immer eine bestimmte Farbe oder irgendwelche anderen Termine eine bestimmte Farbe. Und meine Kooperation hatte ich da immer drin, dass ich immer direkt morgens gucke ich immer auf den Kalender, was steht heute oder was steht die Woche an. Und ich hatte meine Kooperation immer in so einem Mintgrün. Und früher war es so gewesen, ich hatte mindestens 3, meistens 4, kann auch mal 5 gewesen sein, Kooperationen in der Woche. Das waren dann verschiedene Plattformen. Da war dann YouTube mit dabei, da war Insta-Story oder Insta-Post oder wie auch immer mit dabei gewesen. Also es war dann nicht 5-mal die Woche Instagram-Story für verschiedene Firmen sozusagen. Das war es nicht. Es war dann halt immer so im Wechsel mit YouTube und Instagram und blablabla. Oder manchmal eine Firma, die beides haben wollte und so weiter. Und jetzt ist es so, dass man diese grünen oder mintfarbenen Markierungen bei mir wirklich im kompletten Monat kann ich durchgehen. Vielleicht 3-4 Stück im Monat. Mehr ist es nicht. Das sind außergewöhnliche Sachen, die dann mal dazukommen, die ich, keine Ahnung, alle 3-4 Monate zum Beispiel nur mache. Oder Sachen wie, wo ich gar keine Vorgaben habe. Zum Beispiel bei Meinpunkt. Ich habe keine Vorgaben. Ich kann Werbung machen, ich muss aber keine Werbung machen. So. Und wann ich dann zum Beispiel euch Bescheid sage, ist, wenn die einmal im Monat einen höheren Prozentcode haben, dann sage ich euch zum Beispiel Bescheid. Und that's it. Und das ist halt krass. Das ist wirklich krass. Also wirklich früher diese ganzen grünen Markierungen und hier und da. Und das war auch einfach so stress- und belastend zu wissen, okay, du musst dafür noch drehen und das musst du hochladen und das musst du vor den Kunden schicken, wenn es manche wollten. Das war richtig stressig. Und das musst du machen und dann hast du gleichzeitig die ganzen Pakete bekommen und musst du das alles abdrehen und testen und machen und tun und hast den ganzen eigenen Alltag noch. Und jetzt mittlerweile ist es so, es ist alles viel entspannter, es ist viel gechillter, es ist viel ruhiger. Ich habe diese Fluten von Paketen habe ich einfach nicht mehr da. Ich fühle mich dadurch einfach viel, es belastet einem nicht mehr so sehr. Es ist einfach viel entspannter. Die Sachen, die ich bekomme, das ist so vielleicht 2, 3, 4 Pakete im Monat. Was früher in der Woche war, kriege ich jetzt so im Monat. Und es ist einfach entspannt. Und das macht so viel mehr Spaß. Wenn man dann nämlich Sachen hat, dann weiß man sie viel mehr zu schätzen. Man trägt die Sachen oder man testet die Sachen mal ausgiebiger und da fühlt man sich einfach viel, viel wohler mit. Das war früher einfach dieses Masse, das hat man ja einfach gar nicht tragen können zum Beispiel. Also es ging ja gar nicht. Das, was ich zum Beispiel alles von Oceans Apart zugeschickt bekommen habe, das konnte ich gar nicht alles tragen. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ich habe nur einen Körper. Also deswegen bin ich sehr, sehr froh darum, dass ich diese Entscheidung, diesen Cut zu setzen, im Prinzip ein zweites Mal in meinem Leben getroffen hatte. Das erste Mal war es in einer viel dramatischeren Situation, wo es mir wirklich finanziell war, es einfach ein Muss, einen Cut zu setzen. Und diesmal war es einfach so dieses Stress, Pegel hoch 100, gar keine Zeit mehr für irgendwas gehabt, immer. Den ganzen Tag habe ich wie eine Bekloppte gearbeitet, bis in die Nacht hinein und trotzdem hat es nicht gereicht. Dann diese Überflutung von Produkten jeglicher Art. Dann allein schon montags diesen Kalender aufzuschlagen auf der nächsten Seite und wieder dieses alles grün und du musst das vorarbeiten und das trainieren und keine Ahnung was. Deswegen war es bei mir wirklich so dieser Stressfaktor, wo ich gesagt habe, okay, Cut. Absolut Cut. Ich will diese ganzen Produkte nicht mehr haben. Ich will diese ganzen zeitlichen Termine nicht mehr haben. Ich will das alles nicht mehr haben. Deswegen einfach dieser Cut. Es hat so gut getan und hat bei mir auf jeden Fall vieles, denke ich, wieder zum Positiven bewirkt sozusagen. Weil es ging schon wieder so in diese
Kaufsucht hinein, wobei es bei mir noch in Ordnung war, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte halt nie das Gefühl, dass die Kaufsucht zurückkommt, weil ich ja nicht in Schulden gegangen bin. So, das war dann immer so für mich so, okay, ich mache keine Schulden, also ist doch alles in Ordnung. Also ich tue ja niemandem weh und ich tue mir selber ja nicht weh, indem ich ja keine Schulden mache. Aber ich habe diesen anderen Faktor einfach komplett außen vor gelassen, dass einfach so viele Klamotten, so viele Produkte einen einfach auch erdrücken und erschlagen und einen einfach nicht glücklich machen. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, man ist einfach nur erdrückt und erschlagen. Und dann zusätzlich kommt es ja noch, dass ich die ganzen Sachen ja aber trotzdem immer filmen musste, abdrehen musste. Diese zusätzliche Arbeit halt einfach, was einfach... Irgendwann hat es Übermaß, Überhand genommen. Das war einfach too much gewesen. Deswegen... war das eine sehr gute Entscheidung, diesen Cut zu machen. Und ja, ich denke, jetzt wissen auch viele, was das eigentlich, also was der eigentliche Grund gewesen ist. Ich habe da wirklich über diese Kaufsucht, die ich damals hatte, habe ich, glaube ich, noch nie so offen gesprochen. Diese Story, dass ich Sachen gekauft hatte, mit Etikett getragen habe und wieder zurückgegeben habe, das weiß niemand. Es wissen jetzt ein paar Leute, aber das weiß nicht mal meine Schwester, glaube ich. Es weiß wirklich niemand. Ich habe das damals gemacht und... hab's damals für überhaupt nicht schlimm empfunden. Es war so, hey, ist doch eine Win-Win-Situation für mich selbst. So, ja, ich habe neue Klamotten getragen, ich habe mich cool, also gut gefühlt, so neue Fashion. Gleichzeitig habe ich kein Geld ausgegeben, habe das dann zurückgegeben, konnte mir wieder neue Fashion kaufen und neue Styles tragen, zeigen, was auch immer. Und gleichzeitig habe ich kein Geld ausgegeben. Das war für mich so Win-Win-Situation. Natürlich wird sowas irgendwann nervig, stressig und überhaupt. Und wie gesagt, habe ich noch nie irgendjemanden erzählt. Ihr Lieben, ich höre mal auf zu quatschen. Ich sag's euch, das ist ein Thema. Deswegen habe ich es auch als einer der ersten Themen jetzt gewählt, weil das etwas ist, was mich so ziemlich mein Leben lang begleitet hat. Dieser extreme Konsum. Und heutzutage noch teilweise begleitet, wo ich immer wieder mich selber auch bremsen muss. Es gab einfach eine schlimmere Zeit in meinem Leben. Jetzt ist es zwar nicht mehr so schlimm, aber es gab mal eine sehr, sehr, sehr schlimme Zeit, die einfach viele Probleme einfach, wie gesagt, durch die Schulden einfach verursacht hat. Und falls ihr euch jetzt in irgendeiner dieser Situationen wiedererkannt habt, vielleicht hat dieses Video euch ja auch so einen Klick gegeben, dass ihr sagt so, hey, ja, Mann, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich brauche nicht den 80. Pullover im Kleiderschrank hängen zu haben. Besser habe ich ein paar Klamotten weniger und bin irgendwann mal in meinem Konto aus dem Dispo raus und habe da ein Plus vorne stehen und nicht immer ein ewiges Minus. Also ich kann es euch nur sagen, das Gefühl, dass ihr genügend Geld habt, also sprich, dass ihr irgendwas angespart habt, dass ihr überhaupt gar kein Dispo besitzt überhaupt, ist ein so viel tolleres Gefühl, wenn ihr einkaufen geht und ihr wisst so, okay, ich kaufe das jetzt einfach, ohne danach schlechtes Gewissen zu haben, rumzurechnen, Mitte, Ende des Monats kann ich mir jetzt noch das und das beim Lebensmittel kaufen oder Benzin kaufen oder tanken gehen oder sowas. Das ist ja jedes Mal, wenn man einkaufen geht und am Rande kratzt, dann macht es einen ja wirklich am letzten Endes nur noch fertig. Also es macht einen ja wirklich fertig. Und das geht dann irgendwann auf die psychische Gesundheit. Wenn man wirklich die ganze Zeit denkt so, oh mein Gott, mein Konto sieht so schlecht aus, ich habe so wenig Geld und ich bin total überzogen und muss dann so viel Zinsen zahlen und habe vielleicht noch irgendwelche Kredite offen und weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Und dann kriege ich am Anfang des Monats mein Geld und ich habe nichts Besseres zu tun, als shoppen zu gehen. Also das ist wirklich ein krankhaftes Verhalten und das muss man sich aber eingestehen. Wenn man sich das eingesteht zu 100%, dass man da wirklich eine Krankheit hat, dann kann man erst versuchen, den Schalter umzulegen und wirklich sich vielleicht auch teilweise Hilfe zu suchen. Es gibt definitiv bestimmt auch Fälle, die das nicht einfach selber hinbekommen, die sich da irgendwie Hilfe suchen müssen und da vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen drüber sprechen. Vielleicht macht es Sinn, euch einer Person anzuvertrauen, eurer besten Freundin, eurer Mama, eurer Schwester oder weiß der Geier wem, dass sie sagt, hey, mir geht's wirklich finanziell nicht gut. Wenn ich irgendwas kaufe, dann halte mich bitte komplett davon ab, weil es geht hier nicht drum ich hab's gerade nicht so locker, ich soll mal lieber nicht shoppen gehen, sondern es geht wirklich drum, wenn man Sachen einkauft und sie sich eigentlich nicht leisten kann. Sprich, man vereinbart, wenn ihr eine Ratenzahlung vereinbart, dann bedeutet das, ihr könnt euch dieses Produkt nicht leisten.
Eine andere Aussage gibt es dafür nicht. Wenn ihr unbedingt zu Hause einen neuen Fernseher haben wollt, dann spart darauf hin und nicht irgendwie zum Mediamarkt Saturn und Co. rennen und eine Ratenzahlung vereinbaren. Nein, wenn ihr das Geld nicht habt, dann habt ihr es einfach nicht. Und das ist etwas, was man sich immer und immer wieder sagen muss und was man, das ist das oberste Gebot. Sachen nur dann einkaufen, wenn ihr sie euch leisten könnt. Das bedeutet, ihr geht für das, was ihr einkauft, nicht ins Minus von eurem Konto. Ihr macht keine Kredite dafür. Ratenzahlungen und Co., das sind ja alles Kredite. Ihr leiht euch von niemandem Geld. Und vor allen Dingen auch bedeutet das Geld zu haben, dass ihr trotzdem Ende des Monats noch Geld übrig habt. Das heißt, wenn ihr 200 Euro im Monat zum Leben habt, für Lebensmittel zum Beispiel und Co., dann heißt es, dass ihr nicht Anfang des Monats hingeht und euch eine 100 Euro Jeans zum Beispiel kauft und dann über den Monat verteilt immer rechnen müsst, was ihr euch zu essen zum Beispiel kaufen könnt oder sowas. Das ist, glaube ich, mit der größte Tipp und der größte Ratschlag an alle, die irgendwie den Gedanken haben, sie könnten eine Kaufsucht haben oder entwickeln oder wie kommt man da raus und sowas. Oberstes Gebot, nur das kaufen, was ihr euch leisten könnt. Fertig. Sobald ihr schon rechnen müsst oder sowas, dann heißt es eigentlich, nein, ihr könnt es euch nicht kaufen und fertig. Und es bringt euch nicht um, wenn ihr den Fernseher nicht habt, wenn ihr das neue Handy nicht habt, wenn ihr die neue Jeans nicht habt oder wenn ihr die neue Creme nicht habt. Es bringt euch nicht um, ihr werdet weiterleben. Das Einzige, wofür ihr Geld ausgeben müsstet, ist wirklich im Prinzip Lebensmittel oder Sachen, die unbedingt halt eben sein müssen. Aber alles andere ist kein Muss und von daher aus, ja, immer zweimal nachdenken, vielleicht auch mal ein paar Tage bei teureren Sachen. Und sobald ihr euch die Frage stellt, kann ich mir das eigentlich leisten? Und sobald irgendeiner dieser Punkte zutrifft, sprich, ihr geht ins Minus dafür, müsst euch Geld irgendwo leihen oder Ratenzahlung vereinbaren oder irgend so ein Scheiß, wenn irgendwas davon mit Ja beantwortet wird, dann solltet ihr diesen Kauf mit Nein beantworten. Dann kauft ihr euch dieses Produkt nicht. Ganz, 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 ganz wichtig. Also immer, immer drüber nachdenken, muss das sein? Brauche ich das überhaupt? Und die zweite Frage, kann ich mir das denn überhaupt leisten, wenn ich das denn unbedingt brauche oder haben möchte, wie auch immer. Genau. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch auf irgendeine Art und Weise weitergeholfen, falls ihr selber in solchen Problemen steckt oder hat euch vielleicht auch einfach nur unterhalten, um meine alten Geschichten oder ein bisschen was von mir näher erfahren zu haben. Ja, deswegen vielleicht kann der ein oder andere auch verstehen, warum es mich immer so ein bisschen getriggert hat, wenn mir jemand geschrieben hat, Amanda, du bist ja voll kaufsüchtig. Und ich habe mir immer nur gedacht, so, du hast gar keine Ahnung, was es überhaupt heißt, kaufsüchtig zu sein. Ich weiß, was es heißt, kaufsüchtig zu sein. Ich weiß es. Ich bin da jahrelang durchgegangen und habe die krassesten Schulden überhaupt gemacht. Deswegen, wenn mir jetzt heute jemand sagt, du bist kaufsüchtig, sage ich dazu immer noch nein, weil ich meine Kaufsucht damals auch immer mit diesen Schulden verbunden habe und nicht nur mit der Masse. Und zwischenzeitlich in der Zeit, wo ich ja so viel zugeschickt bekommen hatte, hätte es auf jeden Fall auch nochmal zugetroffen, weil es sind ja trotzdem Sachen, klar habe ich die alle gratis zugeschickt bekommen und dafür theoretisch keine Schulden gemacht, aber ich habe es ja trotzdem zugelassen, dass mich dieser Konsum überhäuft hat sozusagen. Ich habe ja trotzdem, also die Leute schicken ja nicht einfach so raus. Die wissen ja meine Adresse von mir und die kriegen ja von mir das Okay, wenn sie sagen, hey, wir haben jetzt eine Kooperation, wir schicken dir immer regelmäßig die neuesten Produkte zu, dann muss ich ja dazu erstmal mein Okay geben, was ich ja damals gemacht habe. Von daher aus gab es definitiv nochmal so eine Phase, wo die Kaufsucht definitiv vorhanden war, zwar nicht im Schuldenbereich, aber im absolut überflüssigen Konsumbereich, definitiv. Und heutzutage, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, würde ich aber sagen, dass ich aktuell jetzt gerade nicht in einer Kaufsucht stecke, sowohl finanziell als auch von der Masse, die sozusagen da ist. Ob es jetzt was Zugeschicktes ist oder Sachen, die ich eben zugeschickt bekomme, das ist jetzt natürlich aber auch wieder Ansichtssache, weil manche sagen, dass ich trotzdem sehr viel kaufe und manche sagen, ja, ist normal. Manche sagen, ach, ist doch wenig, ja. Das ist jetzt dann totale Ansichtssache. Für mich
Das Ding ist halt, ich zeige euch halt alles, was ich kaufe. Und das ist dann natürlich sehr, sehr viel. Wenn ich dann mal die ganzen Lebensmittel zum Beispiel weglassen würde, dann würde nicht bei fast jedem zweiten, dritten Video stehen Haul. Ja? Das sind ja trotzdem, dadurch, dass ich euch wirklich alles zeige und wir sind eine fünfköpfige Familie mit einem großen Haus, da klar bekommt das eine oder andere, was man dann halt eben einkauft. Und wenn man dann das halt eben alles in den Daily Vlogs zeigt, kommt es wahrscheinlich immer mal wieder viel rüber sozusagen. Aber lasst euch gesagt sein, das, was ich aktuell im Monat kaufe, habe ich früher in 2, 3 Tagen gekauft. Also wirklich, ich weiß, was es heißt, wirklich kaufsüchtig zu sein. Also so krankhaft und so Aktionen zu bringen, wenn man dann wirklich so Schulden hat und sich's echt nicht mehr leisten kann, wenn man dann auch noch auf so Gedanken kommt, einfach die Sachen mit Etikett dran zu lassen, wenn es dann wirklich so Next Level, das ist ja dann schon wirklich Next Level über Schulden hinaus sozusagen weiterdenken, wie kann ich trotzdem an Sachen rankommen, ohne zu klauen. Das habe ich Gott sei Dank nie gemacht. Aber ja, deswegen hat es mich immer mal wieder getriggert, wenn mir jemand geschrieben hat, Amanda, du bist kaufsüchtig. Und ich denke mir so, nein, ich war mal kaufsüchtig. Ich weiß, was es bedeutet, kaufsüchtig zu sein. Das, was ich jetzt heutzutage habe und mache, das hat nichts mit Kaufsucht zu tun. Meiner Meinung nach. Das ist jetzt auch wieder Ansichtssache, jeder wie er meint. Weil letzten Endes die Bezeichnung oder die Bedeutung von Kaufsucht bedeutet ja, oder habe ich euch ja am Anfang gesagt, dass man Sachen einfach einkauft, um andere negative Sachen zur Seite zu schieben. Das heißt, wenn ich jetzt in irgendeinem Teil meines Lebens extrem unglücklich wäre und dann Sachen die ganze Zeit kaufe, die ich gar nicht brauche, die einfach in der Ecke rumliegen und nicht gebraucht werden, das ist ja immer so ein Ding, Anzeichen für Kaufsucht. Und das ist bei mir ja tatsächlich nicht gegeben. Also aktuell ist es so, dass ich keine Schulden mache, wenn ich was kaufe. Und die Sachen, die ich kaufe, die gebrauche ich tatsächlich auch. Es liegt bei mir nichts einfach dann doof rum und wird nicht gebraucht. Also wenn ich mir irgendwie die 50. Vase kaufe, dann stelle ich sie nicht einfach irgendwie in den Schrank, sondern ich gebrauche sie tatsächlich und stelle sie hier auf und dekoriere diese neuen Sachen dann auch und so weiter. Oder Klamotten für die Jungs oder wenn ich für mich mal was kaufe, was ja wirklich, wirklich selten geworden ist. Deswegen würde ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen, dass ich mich von diesem Ganzen irgendwie selber irgendwie geheilt habe und da irgendwie mit klar gekommen bin, über die Jahre auf verschiedene Sachen einfach zu achten und Warnsignale, dadurch, dass es bei mir so schlimm mal gewesen ist, einfach gewisse Warnsignale wahrzunehmen und dann da auf die Bremse zu treten oder auf die Stopptaste zu drücken, falls es einfach wieder zu extrem wird. Auch wenn es, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Influencer-Ding, Gratisprodukte sind, muss man trotzdem vorsichtig auch mit so etwas sein, weil auch dadurch gibt es viele, die einfach einen Höhenflug bekommen. Es gibt so viele Influencer, wo ich mir denke so, oh, du solltest echt aufpassen. Das sieht nicht mehr gesund aus, was du da tust, was du da bekommst und keine Ahnung was. Es gibt einfach manche Sachen, wo man echt sagt so, als Außenstehender denkt man sich so, oh cool, die kriegt das und das und das und das und das geschenkt und die so eine Tasche hat sie jetzt einfach mal geschenkt bekommen, die irgendwie einen Wert von 2000 Euro hat und sowas. Ja, es sieht alles schön und nice und toll alles aus, aber Leute, ich sag's euch, die haben andere Probleme. Die haben echt andere Probleme, aber es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, so wie es immer in der Kamera erscheint. Deswegen, sowas kann sehr, sehr, sehr schnell zu anderen Problemen führen. Dass man zum Beispiel kaufsüchtig wird, dass man Sachen nicht mehr wertschätzt, dass man nicht mehr dankbar ist für das, was man hat, was man sich leisten kann. Es wird zwar oft gesagt, oh, ich bin dankbar für das, was ich habe und keine Ahnung was, aber wenn man jeden Tag, die ersten 10 Taschen, die ihr gratis bekommt, da sagt ihr, oh, wie cool, oh, und seid so dankbar, dass es so ist, wie es ist. Aber ganz ehrlich, wenn ihr ehrlich zu euch selber seid, bei der 50. Tasche, dann seid ihr auch nicht mehr so gehypt wie bei der ersten Tasche. Irgendwann ist es so, das wird zur Normalität. Und das darf es niemals werden. Und dann muss man Stopp drücken. Wenn es zur Normalität wird, dass man einfach so, ich kaufe mir mal eine 2000-Euro-Tasche und ach, die wird mir geschenkt, ist mir doch alles scheißegal und keine Ahnung was. Mm-mm. Das ist nicht gesund. Deswegen lieber darauf hinsparen und es sich erarbeiten, als dass man so welche Gefühle hat, nach dem Motto so, ach ja, ich habe so viele Follower, deswegen kriege ich sowas geschenkt und ist doch alles so. Glaubt mir, dieses Gefühl ist gar nichts wert. Wenn ihr
Monate gearbeitet habt und habt euch dann irgendwie zum Beispiel eine teure Designertasche gekauft, wisst ihr, was für ein tolles Gefühl das ist? Das ist das, was einen dann tatsächlich so mit Glück erfüllt, dass ihr sagt so, hey, ich habe so lange auf etwas hingearbeitet, habe gespart, auf ein neues Auto zum Beispiel oder auf scheißegal was. Dann ist es etwas, was ihr euch selber erarbeitet habt und wo ihr stolz drauf sein könnt, wo ihr ja, euch das dann geleistet habt und habt euer Ziel sozusagen erreicht, ohne Schulden dafür gemacht zu haben und Kredite genommen zu haben und alles, was euch beschwert und wo ihr negative Gedanken halt eben mit habt. Ja. Ihr Lieben, Cut, ich muss aufhören zu quatschen. Ihr merkt schon, das ist ein Thema. Ich kann da echt sehr, 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 sehr lange drüber sprechen, weil es mich einfach so eingenommen hat über viele, viele, viele Jahre und heutzutage immer noch diese Momente kommen, wo ich sage, halt, stopp. Und ich das aber mittlerweile kann und mittlerweile drauf habe, deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, es gibt halt immer mal wieder Anlässe, wo mich die Kaufsucht so ein bisschen einnimmt. Rund um Weihnachten zum Beispiel, wenn ich dann für alle Familienmitglieder, für die Kinder was kaufen soll und für den was kaufen soll und dies und das und davor ist noch Geburtstag und danach sind Geburtstage und die Weihnachtszeit ist für mich immer eine Challenge. Eine sehr große Challenge, die ich die letzten Jahre aber ganz gut hinbekommen habe, muss ich echt sagen. Also es war schon schlimmer gewesen, aber mittlerweile, wir haben jetzt zum Beispiel das Jahr letztes Jahr so gemacht, dass wir nicht mehr gesagt haben, von jedem Familienmitglied ein Geschenk. Das war ja auch schon gut gewesen. Früher war es so, jeder kam, hat dann zwei, drei Geschenke gehabt oder sowas. Und jetzt war es dann halt so, dass wir dann schon immer gesagt haben, okay, von jedem ein Geschenk und fertig. Und es muss auch nicht, keine Ahnung was sein. Und dieses Jahr haben wir es dann zum Beispiel so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, von mehreren Leuten oder von mehreren Familienmitgliedern ein Geschenk, aber dafür ein größeres sozusagen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was man sagen kann, wenn man jetzt bestimmte Sachen sich nicht leisten kann oder einfach, keine Ahnung, ich brauche jetzt zum Beispiel einen neuen Laptop, weil ich brauche es für die Arbeit oder sowas oder wie oder was auch immer, dann kann man ja auch mal sagen, hey, zu Geburtstag oder sowas, dass man, ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich wollte einen neuen Laptop haben und wusste aber, hey, ich möchte jetzt nicht zum Apple Store gehen und da irgendwie 2000 Euro auf den Tisch legen. Da hatte ich keine Lust zu, das war mir einfach zu viel Geld. Abgesehen, ob man sich das leisten kann oder nicht, völlig egal. Und ich habe es dann zum Beispiel so gemacht, dass ich gesagt habe an meinem Geburtstag, hey, ich möchte jetzt diesen Geburtstag und vielleicht zu Weihnachten oder sowas, wünsche ich mir von allen nur Apple-Gutscheine. So habe ich das halt eben gemacht. Und dann hatte ich halt eben einige hunderte Euro zusammen und musste dann wirklich noch einen Betrag halt eben von mir selber zahlen, wo ich gesagt habe, der ist in Ordnung, das kann man machen sozusagen. Und genau, das war gar nicht für meinen Laptop gewesen, es war für mein Handy gewesen. Genau, wo ich gesagt habe, ich hätte gerne ein neues Handy. Genau, da war das so gewesen. Und so kann man das halt eben auch machen, gell? Dass man sagt, hey, wenn es irgendwie mal teurere Anschaffungen sind, dass man sich einfach für bestimmte Anlässe, dass man sich nicht irgendwie XY, was weiß ich, was für ein Quatsch schenken lässt, sondern irgendwie was Sinnvolles. Zum Beispiel eben Gutscheine ist immer, immer sinnvoll, bevor man irgendwie von der Oma den 80. Bulli bekommt, den man eh nicht trägt, dann sagt man lieber so, hey, komm, dann nimm mal die 10, 15, 20, 30, 50 Euro, scheißegal wie viel, und hol mir von dem und dem Laden einen Gutschein und dann kann man eben selber mal ein bisschen dann darauf hinarbeiten, sich teurere Sachen eben zu holen, wenn es jetzt wirklich, keine Ahnung, Handy, Laptop und Co. halt eben sind. Ja, so, jetzt aber wirklich, ihr Lieben, ich freue mich auf eure Kommentare, auf Fragen, Anregungen, wenn ihr irgendwie nochmal Fragen an mich habt oder irgendwie ein Feedback oder wie auch immer, freue ich mich auf jeden Fall drauf und dann würde ich sagen, wir hören und lesen uns in den Kommentaren wieder. Lasst mir auch gerne weitere Vorschläge für die nächsten Podcasts, wenn ihr irgendwie sagt, hey, das gefällt mir, ein langes Labervideo mit einem Thema, was wirklich besprochen wird, mit eigenen Erfahrungen auch und so weiter und so fort, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr so als nächstes alles hören und sehen möchtet, ihr Lieben. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, weitergeholfen, inspiriert, whatever, unterhalten. Und ja, wir hören und sehen uns in den nächsten Videos wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.